Muss man wissen, ne? Von wegen. Also wer jetzt noch nicht da ist, hat die verloren. 10 Minuten nach Veranstaltungsbeginn können wir mal loslegen. Ja, mein Name ist Unicorn. Ich begrüße euch sehr herzlich zur ersten internationalen Treucon im Raum Zeitlabor. Hey! Sehr gut. Äh, 2012 war ein sehr großes Jahr für Trolle. Und deswegen ist das auch ein sehr schönes Jahr, um diese wunderschöne Veranstaltungsreihe zu beginnen. Wir werden das natürlich jetzt jedes Jahr jährlich machen. 2012 war aber leider auch ein sehr trauriges Jahr und deswegen möchte ich... Ja, ihr macht jetzt Ohr. Ja, eben noch hier Eintritt bezahlen, jetzt macht ihr Ohr. Nein, also um jetzt mal kurz den Spaß beiseite zu lassen, damit wir das hinter uns haben. Also 2012 war nicht auch ein sehr trauriges Jahr und deswegen möchte ich diese doch eigentlich sehr fröhliche Veranstaltung zunächst mit einer etwas traurigen Sache beginnen. Und zwar ist dieses Jahr leider Eduard Anatoljewitsch Chill von uns gegangen. Viel ist ihm seine berühmte Interpretation eines russischen Liedes bekannt, was auf YouTube, glaube ich, sehr viele Views mittlerweile bekommen hat. Deswegen heißt er auch Mr. Trollolo. Und deswegen würde ich jetzt ganz kurz einen kurzen Moment der Stille in Gedanken an seinen großen Hit bitten. Danke. Ja, die Treucon, ihr habt sicherlich mitbekommen, warum sich das hier ganz gut eignet, der Veranstaltungsort, und warum das Raumzeitlabor da prädestiniert dafür ist, das zu machen. Wir haben ja große Erfahrungen mit Veranstaltungen, sowohl den jährlichen Kongress, den wir immer in Berlin veranstaltet haben, den wir jetzt nach Hamburg umziehen, und auch die GPN, die etwas kleinere Veranstaltung, die wir in Karlsruhe stattfinden lassen. haben uns da ja schon einen großen Ruf als Veranstaltungsorganisatoren eingebracht. Und auch zum Beispiel so Sachen wie das Ponygrillen, was hier stattfand, waren ja große öffentliche Veranstaltungen, wo viele Leute sich begeistert gezeigt haben, dass wir so tolle Sachen machen. Und das auch irgendwie in 100 Kommentaren in unserem Blogartikel dann abgefeiert haben mit ich schnitze euch die Eier auf ihr Schweine und so. Und da dachten wir, da sind wir der richtige Ort, um eine Veranstaltung zu machen, um seriös über das Thema Trolle zu reden, weil unserer Meinung nach sind Trolle eben nicht nur negativ zu verstehen, sondern es gibt durchaus auch positive Trolle. Und das, um diese positiven Trolle und um die Abgrenzung von den negativen Spielverderbern soll es hier auch ein bisschen gehen. Ich wurde in den letzten Tagen vor allem irgendwie von irgendwie Bekannten und aber auch von irgendwelchen Leuten, die halt irgendwie auf E-Mail geantwortet haben, so gefragt, was denn eigentlich ein Troll ist. Also es gibt übrigens Leute, die nicht im Internet leben und denen muss man das dann erklären, weil die kennen diese Dinge unter der Brücke und denken, das wäre jetzt irgendwie ganz das Gleiche wie das, was wir meinen, aber es war gar nicht so leicht. Also wie sagt man, was ist ein Troll? Und zwar ohne jetzt zu sagen, ein Troll ist ein blöder Idiot, der im Forum irgendwie rumspammt, sondern wie kann man das rüberkriegen, dass ein Troll auch durchaus positiv sein kann. Und da ich da ehrlich gesagt auch ein bisschen dran gescheitert bin an der Frage, finde ich das großartig, dass wir das hoffentlich heute und morgen irgendwie ein bisschen ausdiskutieren können, was eigentlich ein Troll ist und was man auf so eine blöde Frage dann antworten kann. Und ja, von daher begrüße ich alle sehr herzlich zur Treucon hier. Wir haben noch so 2 bis 5 organisatorische Sachen. Die Klos sind im Treppenhaus, das Gebäude ist nur gemietet, unsere Versicherung deckt nicht alle Schäden ab, und um das Ganze ein bisschen entspannter zu machen, haben wir ganz viele freiwillige Helfer, die das aber unbezahlt machen. Das ganze Geld steckt sich nicht die Orga in die Tasche und deswegen könnt ihr lieb zu denen sein und vielleicht verhindern, dass irgendwie hier ganz viele Katastrophen passieren. Wir haben drüben eine tolle Küche, da gibt es auch Essen dieses Mal. Wenn ihr da irgendwas braucht, helfen die euch auch weiter mit Getränken und so weiter. Und ansonsten könnt ihr die Leute, die irgendwie dieses wunderschöne Veranstaltungs-T-Shirt von 3D Supply bekommen haben. Get Digital. Ach, Get Digital, was? die könnt ihr auch fragen, weil die haben zwar nichts gemacht, aber die haben hier geschrien, als sie gefragt haben, wer so ein Orga-T-Shirt will.
ja, das war's eigentlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, wendet euch an die. Ja, wir sind hier bargeldlos glücklich. Nein, wir fanden das etwas blöd, wenn jeder irgendwie 1,50 für die Mate in Bargeld zahlen muss. Deswegen haben wir diese wunderschönen Scratchcards eingeführt, wie die auf Neudeutsch heißen. Früher nannte man sich Wertverzehrgutscheine oder so. Da könnt ihr die dann bei unserem freundlichen Arzthelfer Mutzi draußen vor der Tür erwerben und dann irgendwie euer Guthaben abkürzen lassen. Wenn ihr irgendwie früher gehen müsst und das noch nicht ganz aufgebraucht habt, könnt ihr das entweder spenden. Wir sind hier gemeinnützig und freuen uns über jeden kleinen Beitrag, der hilft, diesen unglaublich tollen Raum zu finanzieren. Und ihr könnt das aber hier auch wieder auszahlen lassen. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie Geld mitmachen. Das ist halt echt nur eine Entspannung, weil wir dann nicht jedes Mal Kleingeld zählen müssen, sondern einfach mit diesen Guthabenkarten entspannter leben können. Ja, ansonsten freue ich mich sehr, dass wir so wirklich gute Speaker gekriegt haben. Also das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr mal dieses Programm geguckt habt. Das ist jetzt eine Konferenz, es gibt also ein Vortragsprogramm, was ganz Neues. Und da gibt es halt ziemlich coole Sachen. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir halt als Anfang hier so einen Spammer haben, der irgendwie seine Visitenkarte aufs Rednerpult legt. nein, deswegen geht das jetzt nach einer ganz kurzen Pause, wenn ich mir dieses Monokel endlich aus dem Auge kraule, geht das gleich weiter mit Stefan Krappels, der eine sehr interessante Diplomarbeit über ein beliebtes Thema, nämlich Trolle, geschrieben hat und der unsere Keynote hält. Und wir sind außergewöhnlich froh, dass er hierher gekommen hat, hergekommen ist und uns da gleich einen tiefen Insight gibt in das Thema als Start. Ja, das war es soweit von mir. Habt Spaß die nächsten 2 Tage und wenn irgendwas ist, nicht mein Problem.